Also erstmal muss man wissen, dass das ganze yogische Erkennen ja auch eine Phänomenologie der seelischen Zustände beinhaltet, also der verschiedenen Geistebenen, wo kommt was her und so weiter, auch beinhaltet. Aber aus einem anderen, sage ich jetzt mal, mythischen Bewusstsein heraus. Wenn man mal guckt, zurück in die Antike, wird man finden zum Beispiel Sätze bei Homer über Achill und dann ein großer Zorn ergriff den Achill. Der Zorn ist also im Raum und ergreift Achill. Ja, Hermann Schmitz schreibt darüber in seiner Leibphänomenologie. Also die in dieser archaischen Zeit werden die Gefühlszustände gottähnlich eigentlich im Raum wahrgenommen. Und in der Psychologie wird das eigentlich in die Box des Individuums verlagert und in dessen Kindheit. Das ist erstmal der erste grundsätzlicher Unterschied, ja, wie gehe ich um mit meinen psychischen Umständen? Führe ich sie immer ständig auf die Kindheit zurück und auf Sachen der Kindheit? Das kann auch ein Vorteil sein. Ich will das jetzt gar nicht mal so negativ betrachten, ja. Die Psychologie kann eben auch interessante Erkenntnisse zutage führen und dem einen oder anderen auch mal wirklich helfen. Ich sage erstmal nur, dieser Grundimpetus, alles auf die eigenen Kinder zurückzuführen, kann eben auch den Blick beschränken. Denn unsere Gedanken und die Einflüsse, die aus den Gedanken kommen, können auch ganz woanders herkommen. Also es gibt ganze Kulturen, wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Kogi in Kolumbien, die sehen die Gefühle, Gedanken verortet territorial an Orten innerhalb des Raums. Das ist vollkommen anders, als wir das Ganze wahrnehmen. Also das yogische Erkennen, wie du es jetzt nennst, beziehungsweise überhaupt das Erkennen aus diesen Kulturräumen heraus, ist erst einmal die Frage, wo nehme ich eigentlich an, dass die Dinge herkommen? Und es ist halt eine Blickverengung, wenn ich nur auf die Kindheit blicke, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch auf die Kindheit blicken kann. Also wir können unser psychologisches Bewusstsein auch mitnehmen. Ja.